Ja, Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Hallo an euch alle. Das Videothema diese Woche ist Cherry Omuda 5. Seid ihr bereit? Lasst uns mit unserem Video fortfahren. Omuda ist in Europa noch unbekannt, wird aber noch in diesem Jahr in Großbritannien veröffentlicht. Andere europäische Länder werden ihm folgen. Diese vollelektrische Version ist eine Alternative zu anderen Elektro-SUVs wie dem Volvo Lolov C40 Recharge und dem Kia Niro EV. Das Modell Omoda C5 ist euch als Benzinmotor erhältlich und das Design des 5FL hat viel mit diesem Auto gemeinsam. Der Hauptunterschied liegt im vorderen Bereich. Da der neue Omoda 5 keinen Motor unter der Motorhaube hat, der gekühlt werden muss, hat er einen abgeflachten Grill, der ihn wie einen Teenager aussehen lässt. Der gerade befindet sich außerdem ein neuer Streifen mit dem Omoda-Logo. Das Seitenprofil ist genau das gleiche wie das Benzin C5, was bedeutet, dass sie eine sportliche, schräge Dachlinie haben. Das Auto ist ungefähr so groß wie ein Toyota CHR. Und sieht aus wie dieses Auto mit seinem riesigen Spoiler und muskulösen Wangen. Es gibt eine ähnliche Geschichte auf der Rückseite des Autos, wo der Omoda 5 die gleiche Breite Lichtleiste wie sein Benzin-Pendant hat. Aber dieses Auto hat keine gefälschten Auspuffspitzen und das untere Stoßfänger-Design sieht weniger ausfällig aus. Der Omoda 5 ist mit einer Batterie von 61 ausgestattet, die ihm eine Reichweite von 450 km bietet, 110 km. 0 bis 80% Aufladen mit Schnellladegerät dauert ca. 30 Minuten. Großbritannien soll im Frühjahr 2024 auf den Markt kommen, daher soll es noch in diesem Jahr in Deutschland ankommen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bleibt gesund!